Mit diesem Video wende ich mich an aufgeklärte, kritisch denkende Zeitgenossen. Fundamentalisten können schon mal weiterklicken. Ich beginne mit einer Aufgabe, die erkläre ich zuerst klassisch, dann bringe ich eine neue Idee ein und dann zeige ich, in welcher unglaublich fundamentalistischen Art Fachkollegen gegen diese Ideen intrigieren. Also zuerst zur Aufgabenstellung, eine Wippe mit zwei Personen, eine einfache Parametrisierung und gesucht ist die Winkelbeschleunigung und die Normalkräfte. Das heißt, dazu gibt es ein Standardverfahren, man schneidet die Körper frei, also hier wirkt nur eine Normalkraft und eine Gewichtskraft auf die andere Person analog und dann nimmt man den Balken der Wippe und da wirken dann einfach drei Kräfte. Dann kann man ein Koordinatensystem einführen und das Grundgesetz der Mechanik formulieren, also das sogenannte zweite Newtonsche Axiom, also die Gewichtskraft positiv minus die Normalkraft gibt Masse mal Beschleunigung, das natürlich auch für die andere Person. Und für den Balken formulieren wir dann eine drehmechanische Analogie zum Newtonschen Axiom. Dann kann man die kinematische Verknüpfung zwischen den beiden Körpern auf beiden Seiten angeben. Und dann hat man schon einen Satz von 5 Gleichungen. Und daraus kann man die Winkelbeschleunigung berechnen und mit Hilfe dieser kinematischen Verknüpfung und der ersten Gleichung dann die Normalkraft und analog kinematische Verknüpfung rechts und Grundgesetz rechts dann die Normalkraft 2. Das ist die Standardlösung, wie sie eigentlich jeder Maschineningenieur kennt. Nun, in der Systemphysik haben wir aufbauend auf dem Karlsruher Physikkurs neue Ideen entwickelt. Wir sagen, was ist eigentlich die Gewichtskraft? Dazu führen wir natürlich wieder ein Koordinatensystem ein und sagen dann, die Gewichtskraft ist eine Quelle von Impuls. Denn der Impuls ist die Grundgröße, das wissen wir ja schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Das heißt, die Gewichtskraft ist eigentlich eine Impulsquelle. Das heißt, beide Menschen hier bilden eine Impulsquelle und dieser Impuls führt dazu, dass die Leute eigentlich fallen würden oder alle Körper fallen. Aber in diesem speziellen Beispiel wird der Impuls abgelenkt über den Balken der Wippe und zwar links und rechts. Nun ist die Person links schwerer als rechts, deshalb hat sie mehr Quellen als abgeführt wird und die Person rechts hat dann weniger Quellen als Impuls abgeführt wird. Das heißt, hier haben wir dann eine positive Beschleunigung und hier eine negative Beschleunigung. Nun, wenn der Impuls seitwärts fließt, wie hier im Balken, dann bilden sich hier Quellen und auf der anderen Seite Senken von Drehimpuls der Komponente Y. Hier das zugehörige Gesetz, das ist eigentlich das Hebelgesetz. Dann die Quellen, die speisen dann die Senken, das heißt im Balken drin haben wir dann querfließende Drehimpulsströme und das nennt man dann in der Technik Biegemomentenverlauf. Dann kann man wieder zeigen, dass diese Idee absolut kompatibel ist mit der anderen, also mit der älteren Idee. Wir können sagen, dort wo der Impuls zufließt, markieren wir diesen Zufluss, hier eine Quellenstärke mit einem Kraftpfeil und sagen, das ist die Gewichtskraft. Das heißt, die Impulsquellenstärke ist eigentlich dann der theoretische Hintergrund für diesen Kraftpfeil, den wir ja kennen. Dann der Impulsabfluss, es gibt einen negativen Kraftpfeil oder etwas präziser, die Stärke des abfließenden Impulsstromes gibt die Größe des zugehörigen Kraftpfeils. Das gilt natürlich auch auf der anderen Seite. Gewichtskraft als Quellenstärke und Normalkraft als Stromstärke des abfließenden Impulsstromes. Dann können wir noch den Balken nehmen und da haben wir natürlich Zufluss auf beiden Seiten und Abfluss beim Lager. Das gibt dann die entsprechenden Kräfte. Das heißt, mit dieser Impulsstromidee können wir ganz sauber und exakt Kraftbilder erzeugen. Das ist die Stärke der Systemphysik. Gegen diese Gedanken, gegen diese schönen Bilder hat nun die Deutsche Physikalische Gesellschaft ein Pamphlet veröffentlicht. Das Pamphlet selber möchte ich jetzt nicht zeigen, sondern nur die ergänzenden Bemerkungen. Hier sind die Autoren und ich ziehe da nur ganz kurz einen Abschnitt raus. Da steht nämlich anstelle der
Newtonschen Bewegungsgleichung und tritt dann im Kontinuum eben die Eulersche Gleichung. Dann wird mal diese Gleichung hingeschrieben, dann kommen noch ein paar Abschnitte, die ich jetzt weglassen kann, und dann kommt der Satz von Gauß. Das heißt, diese Formulierung und dann diese Umformung mit dem Satz von Gauß, das soll ein gleichwertiger Satz sein für die Newtonschen Bewegungsgleichung. Also ich kann jetzt hier das Oberflächenintegral über den Spannungstensor hier hineinschreiben. Schauen wir mal an, wie diese Idee funktioniert bei meinem Beispiel. Wenn wir jetzt den Spannungstensor über den Körper integrieren, dann bekommen wir zum Beispiel den statischen Auftrieb, aber der ist sehr klein, den können wir weglassen. Und da beim Hinterteil dieser Person, wenn wir da aufintegrieren, bekommen wir die Normalkraft. Was wir mit dieser Formulierung nicht bekommen, ist die Gewichtskraft. Auf der anderen Seite natürlich genau dasselbe. Wir bekommen, indem wir über die gesamte Oberfläche integrieren, nur die Normalkraft. Das heißt, diese sogenannten Experten der DPG haben also die Gewichtskraft völlig vergessen. Man muss sich das mal vorstellen. Weiter unten behaupten sie dann, man müsse immer über eine geschlossene Fläche integrieren. Natürlich beim Satz von Gauß ist das richtig, aber nicht für den Kraftbegriff. Wenn wir zum Beispiel diesen Querbalken da der Wippe uns vorstellen, dann müssen wir hier integrieren, die Sitzfläche, dann gibt es diese Kraft. Wir müssen hier integrieren, gibt es diese Kraft. Und dann müssen wir hier integrieren, dann gibt es die Kraft im Lager. Das heißt, wir dürfen nicht über die ganze Oberfläche integrieren. Wir müssen lokal integrieren, um die Einzelkräfte zu bekommen, die ja nach Newton dann wieder Aktion auch Reaktion erfüllen. Wenn wir nämlich hier, wo wir keine Masse annehmen, über die gesamte Oberfläche integrieren, bekommen wir Null. Das ist eine Trivialaussage. Also man muss sich vorstellen, diese Experten der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die schießen sich gegen den Karlsruher Physikkurs und auch gegen meine Systemphysik ein, ohne dass sie selber die Grundlagen der Mechanik verstanden haben. Damit reihen sie sich natürlich ein in eine lange Geschichte von Verboten und Intrigen. Ich meine, bekannt ist ja Giordano Bruno, der wurde ja dann verbrannt, weil er gesagt hat, die Erde ist nicht im Zentrum des Universums und so weiter. Er wurde dann erst 400 Jahre später rehabilitiert. Nun, das kann uns eigentlich nicht mehr passieren. Das heißt, außer vielleicht in Nordkorea oder Saudi-Arabien oder 50 bis 100 anderen Staaten auf dieser Erde. Später gab es dann den Fall Semmelweis. Der hat sich ja für die Hygiene in der Medizin eingesetzt. Der wurde dann am Schluss psychiatrisiert und sehr wahrscheinlich in der Psychiatrie umgebracht. Also die Methoden sind subtiler geworden. Oder ein anderes Beispiel ist der Alfred Wegener mit seiner Plattentektonik. Und den hat man einfach ignoriert und ausgelacht und an den Rand gedrängt. Und er selber hat aber daran geglaubt, dass seine Plattentektonik wirklich den Durchbruch erzielen wird. Und das hat sie auch geschafft. Also heute wird die Plattentektonik auch an den Schulen gelernt. Und ich hoffe mir, dass die Ansichten der Systemphysik sich auch durchsetzen werden. Auch wenn eine große elitäre Gesellschaft wie die Deutsche Physikalische Gesellschaft versucht, neue innovative Ideen förmlich durch den Dreck zu ziehen.